So, wieder da. Will ich aber noch nicht hin. Oder? Ach, scheißegal. Aha. Ach ja. Was hat Eastwick hier oben gemacht? Den Anblick seiner einstürzenden Werke genossen? Tja, ich muss ihn leider dabei stören. Ich brauche diese Pläne. Das erklärt seine mangelnde Kooperation. Erst Cornelius, jetzt Eastwick. Mit dem Baron Geschäfte zu machen, ist wohl schlecht für die Gesundheit. Gebaumelt hätte er so oder so. Theodore Eastwick, Diener des Löwen! Auf Befehl des Barons Elias Northcrest, habt ihr euch seinen Wachen zu stellen? Hast du es gehört? Wir wissen, ihr seid da drin, Eastwick! Warte hier! Ich glaube, der Schildmann kommt. Ta-t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 a. Meister Eastwick, es wäre einfacher, wenn ihr euch freiwillig stellt. Du warst wohl selbst der größte Bewunderer deiner Werke. Der Bergfried, das ist das Modell, das mich interessiert. Ich muss wohl damit spielen. Das Modell aufstellen wie das Gebäude, bevor das Gebäude einstürzt. Meister Eastwick, öffne die Tür! Kann ja denn nur noch hier sein. Also, ich sehe das im Hintergrund. Das hätten wir. Oh, dann kommt das nix. Dann kommst du. Hä? Sieht die andere Seite aus? Ja. Legt der Kerl da drin Patiencen oder was? Ein rätselhafter Typ. Das ist zwecklos. Der Schildmann hat die Tür ein. Keine Bewegung, denk nicht! Der Architekt ermordet! Auf frischer Tat ertappt! Tötet ihn! Oder
auch nicht. Komm. Geht es Zeit zum Denken? Abend. Abhauen. Komm schon. Ganz locker bleiben. Lalala, ich werde ja bloß beschossen. Jetzt sind wir mal ehrlich, ich habe Schlimmeres überlebt. Mal sehen. Diese Öffnung am Fundament, ist das ein Entlüftungsschacht? Dort einzubrechen wäre Selbstmord. Und schon ist das Überraschungsmoment auf meiner Seite. Und was ist das? Der Tresor des Barons. Er soll so groß wie ein Haus und voller Gold sein. Begib dich zum Berg. Machen wir doch mal. Ich habe ja jetzt 10 Millionen Fans hinter mir. Läuft. Hütte, die einstürzt. Yeah! Wir stehen ja auf sowas, ne? Na, mal gucken, wie oft wir heute verrecken. Was für eine blöde Idee. Das Ganze ist viel zu riskant. Ich fürchte, du hast einen schlechten Einfluss auf mich, Besser. Ja. Hydraulik. Ich wusste, ich verreck noch. Mann. In den Türen ist kein Wasser und ich kann den Dampf nicht ablassen. Bergfried erschüttert. Trotzdem. Eingang ist Eingang.
Jetzt muss ich nur noch Bassos Zelle finden. Geh und frag Arkwright, ob er irgendeine Idee hat! Er braucht ihn davon. Da mal durch. Den stinkt er förmlich nach Falle. Das nehme ich mit. Wenn er mir die Konstruktion gesehen hat, der weiß, was ich meine. Hier sind nämlich überall. Hör auf, ich drück diesen Knopf und dann geht die Action hier richtig los. Was? Ja, so ist das. Okay, hier ist nix. Ja Leute, kontrolliert hier lieber durch, wer weiß, wann ihr denn nix mal was bekommt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, damit das drin leichter sein wird wieder draus. Aber ich kann mich umdrehen. Am Montagabend kam ich heim, es war so ziemlich spät. Ich rief meine Frau und fragte sie, das Pferd da wohl, das Dorf vorbei. Hä? Oh.
Danke, Garrett. Ich bin da drin ein bisschen durchgedreht, so ganz allein. Wollte sogar Jennifer bei mir haben. Ekelhafter Mistkerl. Ich dachte immer, wenn sie einer tötet, dann wäre das ich. Was hast du vor? Oh, halt, 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 halt. Du denkst doch nicht an die Geschichten über den legendären Tresor, oder? Logisch. Hör zu, Garrett. Niemand zahlt dafür, dass du dabei den Hals riskierst. Es geht nicht um Bezahlung. Ich bin eben nicht... Falls du es überlebst, ich meine, wenn du es überlebt hast. Ich bin im Sirenennest im Südviertel. Ja, finde den großen Tresor. Jetzt geht die Klaue. Ist mir alles egal, sondern eigentlich sterbe. Was ist denn los? Die Hütte stürzt ein und wir müssen natürlich auf die Idee kommen. Hey! Wir, da gibt's ja noch was zu holen. Das versteht der Baron unter Ordnung und Effizienz. Würde er diese Stadt wirklich verstehen, wüsste er, dass das nie funktioniert. Das ist eine ganz schlechte Idee. Ja. Kommt mit meiner Welt. Ich brauche größere Dietriche. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Zurückzusetzen, muss ich rechtzeitig beide Knöpfe drücken.
Eastwick muss ich den Code irgendwo notiert haben. Jetzt muss man da gucken. Achso, ja, 30, 11, 89.